ÖV oder Auto, was bevorzugt ihr? Das kommt ganz darauf ab, wenn ich in die Stadt gehe, also in, ja, oder heim auf Bern, oder wenn ich auf Zürich gehe, oder in eine grosse Stadt, immer ÖV. Aber für da oben nehme ich zum Beispiel immer das Auto. ÖV. Wieso? Ja, es ist viel günstiger und eigentlich ist es so gemütlich, weil man kann im ÖV einfach herhocken und etwas lesen oder noch ein bisschen schlafen. Und darum würde ich lieber ÖV fahren. Also ich brauche nur den ÖV, weil ich noch nicht gerade 18 bin und das Bären mich noch nicht haben. Ja. Gut, aber wenn ihr 18 seid, ihr werdet sicher das Bären machen und euer Auto zuhören? Ja, das schon, aber auf den ÖV will ich gleich nicht verzichten, weil es ist einfach gäbig, wenn man nicht selber fahren muss und am Morgen einfach kann einsteigen und Gott beruhigt uns fahren. Selber habt ihr euer Auto? Nein, ja, nicht keins. Und ÖV gibt es ja Postauto, Bus, Tram, Flüger, Zug, alles mögliche. Gibt es auch gewisse, wenn ihr lieber fahrt mit gewissen Verkehrsmitteln? Ja, das ist schon vor allem der Zug. Da kann ich auch die weiten Strecken nehmen. Es gibt von Fischbuch auf Bern und auch sonst, man hat mehr Platz. Und den Zug kann ich am liebsten, ja. Ich nehme jetzt mal an, mit der Familie, Verwandtschaft seid ihr gleich mit dem Auto jetzt schon unterwegs. Schätzt ihr das euch? Ja, das ist klar. Und mit der Familie geht, müssen wir nicht selber fahren. Und meistens doch ein bisschen flexibler, wenn man irgendeinen speziellen Ort will gehen. Wie seid ihr eigentlich lieber unterwegs? Also lieber im ÖV oder lieber mit dem Auto? Es kommt eigentlich ganz darauf an, zum Beispiel zum Arbeiten oder für die Schule ist man zu ÖV gleich, weil man dann beruhigt rausfahren kann und wenn man einen Wohnfamilienausflug macht, ist im Auto gemütlicher, weil man dann halt zusammen ist und man ist nicht so auf den Fahrplan angewiesen und man muss nicht schön an die Zeiten richten. Also Bus oder Zug meistens, wenn ich so eine Bergdörfung gehe, fahre ich meistens mit Mama oder eben mit dem Bus oder in die Hauptstadt oder so, gehe ich meistens dann mit dem Zug. Und mit was fährst du lieber, Zug oder Postauto? Im Zug, das ist gemütlicher. Wieso? Ja, es ist nicht so viel los und die ganzen Kurven so nicht. Als mit dem Postauto. Und das schlecht in der Post? Nein, das überhaupt nicht. Also sicher daheim immer den Bus für die Stadt und sonst den Zug. Und ja, im Winter auch Bergbahnen. Im Sommer hin und wieder auch. Das Postauto eher selten. Und Flieger und so? An den Flieger brauche ich auch immer jemanden, ja. Weil unsere Tochter wohnt in Singapur und die gehen wir immer jemanden besuchen. Ihr seid also recht zufrieden. Ihr findet das Angebot gut, uns gebaut? Oder gibt es auch noch gewisse Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungswünsche, die ihr da hättet? Ja, also allgemein ist es wirklich nicht schlecht. Aber jetzt zum Beispiel gerade, wenn man am Sonntagabend noch auf Fischb kommen will, dann hat man natürlich nicht mehr so gute Verbindungen. Also dann ist meistens halt einfach der Anschluss nicht mehr so gut. Aber sonst ist es eigentlich nicht schlecht. Das heisst einfach im Abend, dass es noch ein bisschen länger sollte fahren, die Züge zum Beispiel? Ja, vor allem halt die Direktverbindung von Bern auf Fischb gibt es, glaube ich, der letzte irgendwie um 9 Uhr und das ist 9, halb 10 Uhr und ja, da wäre vielleicht einer später, wäre noch nicht schlecht. So. Aber sonst ist es eigentlich nicht schlecht. Wie seid ihr denn mit dem Angebot vom ÖV hier im Wallis zufrieden? Also das Angebot ist wirklich sehr gut und auch sehr gross. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Saas alle halb Stunden gehe, in den Bus, und das ist wirklich praktisch. Wenn man mal einen verpasst, dann kann man gleich den nächsten nehmen. Jetzt aber bräuchte wahrscheinlich meistens die Posten, die vom Saas kommen. Aber es gibt auch noch Zug, in der Stadt gibt es Bus, Tram, es gibt eigentlich für die Ferien den Flieger. Habt ihr da gewisse Bevorzugte, wenn ihr am liebsten unterwegs seid, gewisse ÖV-Sachen? Nein, eigentlich nicht. Also das, was gerade am praktischsten ist, das brauche ich eigentlich gerade ziehen mit dem Bus oder auch wenn in der Stadt bin, das Tram oder für die Ferien zu fliegen. Also das spielt nicht so eine Rolle. Also ich finde es eigentlich gut, man kann eigentlich überall recht schnell hingehen und es gibt auch viele Angebote, ja. Und wenn jetzt so irgendwie ein Verbesserungswunsch hätte und es wäre noch gut, wenn es das und das noch gäbe jetzt im ÖV, was hast du da für Ideen? Ja, also zum Beispiel in der Zweiklasse betreuiger sein, wenn man zum Beispiel Kinder oder so da sind, das sind ziemlich Leute zum Beispiel. Ja. Und wie seid ihr eigentlich mit dem Angebot zufrieden? Was der ÖV so bietet hier im Wallis? Oder ihr könnt euch vielleicht sogar den Vergleich machen zum Bernerlander im Wallis. Wie seid ihr zufrieden mit dem Angebot vom öffentlichen Verkehr? Also für das, was ich es brauche, ist es sehr gut. Jetzt wird ja zwar beklagt, in der Schweiz ist der Zug recht teuer, so im Vergleich zu Europa. Ihr habt vorgesehen, ich finde es eigentlich noch günstig, ja? Also, oder wie seht ihr das genau? Nein, günstig finde ich es. Ja, günstiger als Autofahren ist es schon, aber es ist jetzt schon immer teurer geworden. Und im Moment ist es noch zu verkraften, so teuer wie es jetzt ist, aber es wird halt jedes Jahr mehr. Und
Ja, wäre schon froh, wenn es nicht noch viel teurer werden würde, das stimmt, ja.